Motherfucker! Fuck you! Ich nehme mal die Waffe weg. Auf jeden Fall sind wir nicht die Einzigen. Stay where you are, please. Oh, you really suck. Moron. You look like you struggle with simple tasks. Wie sie weg können? Wir haben auch noch welche. Hey! Das ist mein Aussichtspunkt. You make me want a lobotomy. Typical. You are utterly ridiculous. I'm gonna call the fucking cops. You make me want to emigrate. You're a waste of space on this earth. Ey, das wollte ich gar nicht. Benutze eher, um dich umzuschauen, okay. I need you guys to get down here quick. Die hat Polizei gerufen, nur weil wir die beleidigt haben. Das können wir nicht ernst meinen, oder? Die haben doch gar nichts gemacht, die haben die doch noch ein bisschen beleidigt. Oh, das ist jetzt nicht euer Ernst. Moment. Ja, wo ist denn hier Polizei? Hier ist doch gar keine oben. Ja, die wissen ja, dass wir hier sind wahrscheinlich, ne? Ah, ja, jetzt haben wir mal, das Ding ist ein bisschen geländetauglich, ja? Aber wenn jetzt hier keine kommt... Wir sind einfach zu weit oben, da kommt was. Ja, ich will mir dann doch nochmal die Aussicht angucken. Ja, die brauchen wahrscheinlich so ein... Oh, die kommen von beiden Seiten. Machen wir mal in die Richtung hier. Aber ich habe jetzt keinen Bock, jetzt hier dann wieder hochzufahren. So, jetzt bald müsste das da irgendwie vorbei sein. Alter, das kann doch nur schief gehen. Okay. Scheiße. Das ist jetzt ärgerlich. Jetzt sind wir ja wieder ganz unten, oder? Okay, dann müssen wir das mit dem Paragliding verschieben. Aber ich glaube, da war sowieso nichts gewesen für Paragliden. Also von daher ist es nicht so schlimm. Ich hätte gerne die Aussicht noch mal ein bisschen mehr geguckt, aber da haben wir ja auch einiges gesehen. Von daher denke ich doch, dass es sich auf jeden Fall mal gelohnt hat. Das ist jetzt ein bisschen dumm gelaufen mit dem Beleidigen und so. Was sind wir denn jetzt hier? Guckt euch das mal an hier. Das nächste Mal nehmen wir dann einfach, machen wir direkt zur Seilbahn, würde ich sagen, wenn wir dann nochmal hoch wollen irgendwann. Jetzt mal ein bisschen rauszoomen. Okay. Hier waren wir gewesen, glaube ich. Ne? Dann nächstes Mal nehmen wir einfach die Seilbahn und fahren da direkt hoch oder so, dann damit geht das schneller. Und wenn hier Paragliding ginge, dann wäre da jetzt hier auch ein Punkt eingezeichnet. Also geht das da nicht. Das geht dann von woanders aus auf jeden Fall. Da gibt es natürlich noch mehr Berge. Ja, irgendwann müssen wir auch noch dahin und so, aber das machen wir dann ein andermal. Wir müssen jetzt auch mal wieder ein bisschen Mission machen, würde ich sagen. Dann wollte ich ja glatt meinen, wir machen jetzt mal... Chinesen, nee. Und zu Michael können wir nicht. Weil er nicht weiß, wo er wohnt wahrscheinlich. Okay, bei Trevor gibt es jetzt auch eine Quest. Na gut, dann machen wir erstmal zum Trevor. Das ist jetzt eine ganz schöne Strecke hier, aber... Gehen wir schon hin irgendwie. So, gut, ja. Dann nehmen wir hier das Auto erstmal. Ach so, ich dachte, es wäre meins gewesen. Ja, ja, mach mal. Na cool, da hat man doch mal eine kleine Bergtour hinter uns hier. Ein bisschen strange gewesen, ein bisschen verrückt gewesen und so, aber ich fand es mal ganz witzig und interessant auf jeden Fall. Jagen und so machen wir auch nochmal, weil ich glaube, das Berggebiet ist ja nicht so cool. Ich hoffe ja, dass es hier irgendwo Wälder gibt oder so, also richtig dichte Wälder. Das müssen wir uns alles mal angucken. Ihr habt ja jetzt gesehen, wie wenig wir jetzt trotzdem aufgedeckt haben, wo wir super lange unterwegs gewesen waren, also von daher. Passt das jetzt eigentlich erstmal. Man wird wahrscheinlich so oder so dann auch durch die Hauptmission und so weiter. Und Nebenmission dann automatisch dann in die Gebiete noch kommen irgendwann. Also ich feiere das jetzt hier gerade, die Grafik. Also es ist echt krass, was sie da nochmal rausgeholt haben. Moment, mich da wieder holen. Das ist einfach nur schön. So, 4 Kilometer, aber gut, auf der Straße geht das ziemlich flink hier. Und da wirklich Vollgas geben und da vorne ist Polizei, da muss man kurz mal stoppen. Oh nein, jetzt drehen die um. Scheiße.
Okay, na egal. Wir haben sowieso 4 Kilometer vor uns. Da können wir auch mal eine kleine Verfolgungsjagd machen hier. Können wir die mit dem Auto nicht irgendwie weghauen einfach? Ja, okay. Das geht eigentlich ganz gut so. Und ja, ziehen wir jetzt einfach. Komm, weg mit dir. Weg mit dir. Ich glaube, der fühlt sich nicht mehr so wohl, der Polizist hier, weil mein Auto ist ein bisschen stärker als seins. Komm hier, okay. Nee, jetzt fahr ich gegen den Laster. Das war nicht mein Plan. Aber das Auto von denen ist kaputt. So, und davon sind aber auch noch ganz viele. Haben wir noch ein bisschen was zu tun hier, bis wir dann endlich beim Terror wieder zu Hause sind. Und vielleicht sehen wir unterwegs irgendwo noch einen Flughafen. Oh, das war knapp gewesen. Ja, das hätte gut geknallt. Wir fahren uns auf der Gegenspur. Vielleicht finden wir ja... Komm weg mit dir. Da oben ist so ein Flugzeug, guckt mal. Wir können natürlich auch das Flugzeug verfolgen. Und hoffen, dass es irgendwann mal landet. Ah, da muss doch hier in der Nähe irgendwo... Muss doch... Das eingezeichnet sein dann. Ich versuche mal das Flugzeug zu verfolgen, Leute. Ich will jetzt fliegen. Ich will unbedingt mal hier fliegen. Und währenddessen mal ein bisschen auf die Minimap gucken, weil das müsste man ja an sich sehen können. Boah, Alter. So, wo ist denn das Flugzeug jetzt hin? Hier rechts. Ja, aber das kann ja von sonst wo gestartet sein letztendlich. Was haben wir denn hier links? Ja, links ist kein Flughafen, oder? Ja, hier ist auch noch eine Straße, aber weil hier ist so grau was eingezeichnet. Keine Ahnung, wofür steht denn das? Was ist denn das hier? Ah, es sind, ah, okay, das Graue sind Schienen. Verstehe. Da werden ja die Flughafen, wird ja auch irgendwie eingezeichnet sein. Ich mach nochmal Karte, vielleicht sehen wir ja irgendwas. Ich guck mal. Ich will jetzt unbedingt mal fliegen. Ah, jetzt haben wir nichts aufgedeckt. Hier ist nirgendwo ein Flughafen. Also hier könnte einer sein. Hier ist glaube ich der See, oder? Könnte halt hier diesen Bereich mal gucken. Hier irgendwo vielleicht. Ich fahre mal die Straße weiter. Ich guck mal eben. Weil hier werde ich wahrscheinlich nicht fündig. Wo ist denn jetzt das Flugzeug hin? Ich sehe es nicht mehr. Ich gucke jetzt nochmal, Leute. Ich will jetzt fliegen. Sehen wir mal ein bisschen was von der Gegend hier. Wo ist hier der Flughafen? Also da brauchen wir jetzt aber auch ein bisschen Glück hier. Aber wir fahren gerade jetzt in unbekannte Gefilde, oder? Ja, das ist erstmal gut. Und wir sind ja immer noch auf dem Weg nach Hause. Also es ist jetzt nicht ganz umsonst. Also ich meine, ich fahre mal hier rechts rein vielleicht. Weg hier. Natürlich dann auch nichts sein. Squish. Alter. Okay, das fährt natürlich mit dem Auto. Alter. Okay, aber das Ding hält auf jeden Fall gut was aus hier. So machen wir hier gerade. So. Guck mal da hinten vielleicht. Seht ihr das? Bei dem Turm? Ich weiß es nicht. Kann auch sein, dass es irgendwo was anderes ist. Ja, wahrscheinlich ist es was anderes. Ich gucke einfach mal. Okay, hier ist ein National Park. I don't know how any man had been here looking like this. Ja, gut, dass wir so ein Auto haben, was so stabil ist. Nee, das ist einfach nur. Nee, das ist einfach nur. Ein Sendeturm, Funkturm, weiß ich nicht, Radiofernseher oder was. Wie können wir tätowieren gehen, wenn wir wollen? Ja komm, dann gehen wir mal fix tätowieren hier, wenn wir mal hier sind.
Vielleicht ist hier auch gar kein Flughafen, aber ich hätte gedacht, dass es hier irgendwo einen kleinen Flughafen gibt, wo mehrere solche Maschinen rumstehen einfach. Okay. So, wähl ein Muster, das zu deinem Stil passt, irgendwas. Ey, das sieht 1:1 aus wie der Typ von Sons of Anarchy. Oder Sons of Anarchy. Das ist ein Mitglied von denen hier. So, der Neuling. Weiß nicht, ob jemand von euch die Serie gesehen hat. So, ja, mach mal bitte. Ich hab dann rechts gedrückt. So, jetzt hier. Oh, das ist jetzt ein Anblick, den ich nicht so gerne habe. So, komm, wir machen jetzt ja. Leg mal richtig los hier. Wir haben ja genug Kohle, wir haben jetzt $100.000, da können wir gut Geld ausgeben. Da müssen wir auch mal Waffen holen gehen dann, Leute. Monstermöpse. Ja, komm. Ass. Smiley. Scheiß auf Korps. Yep. Ohnmächtiger Zorn. Nee. Schädel und Rose. Reißverschluss auf. Glückspilz. Okay, gibt's... Da vorne kommen wir auf den Bauch noch irgendwas vielleicht. Königlicher Mistkerl. Nee, das ist scheiße. Blickfang, ja komm. That's good, ja, ich meine, da verdient der Kohle dran, logisch, komm, wir machen noch den Reißverschluss, da gibt's ja nicht von Rücken. Der Rest ist dann dumm, weil wenn es überlagert, das ist scheiße, das will ich nicht. So, linker Arm. Rest in peace, Michael. Hat er jetzt schon? Ja, das will ich nicht overcrossen, das lassen wir mal. Unterarm kann man da irgendwas machen. Ja, nehmen wir das hier. Rechter Arm, Tribal, nee. Dolch. Dolch ist gut. Ich glaube, ich nehme den Dolch. Man kann es bei dem jetzt auch nicht übertreiben. Sensenmann, Schlangenschädel. Die Buchse, Alter. So, rechtes Bein. Freiheit. Was haben wir hier? Flammender Skorpion, dann nehme ich über den Flammender Skorpion. So! Naja gut, wir sehen jetzt leider nicht mehr viel davon. Müssen wir da mal ein bisschen ohne Oberteil rumrennen vielleicht. Die Bucke sehe ich gar nicht. Das sieht aber wirklich 1:1 aus. Die, die die Serie gesehen haben, wissen bestimmt, wen ich meine. Und ich kann mir vorstellen, dass sie das mit Absicht gemacht haben. Let's just keep it serialized, alright? Motherfucker! Fuck you! You need to learn a couple of things, moron. Und jetzt Stress? You really shouldn't mess with heroes like me. Let's go, Cupcake. Los geht's hier. Ha! Bam, Alter. You piece of shit. I'm gonna see you. Kann man ein bisschen ausweichen? Na egal, hauen jetzt einfach weg hier. Das ist so übel, das ist so übel. Ah, ja klar, natürlich kommt jetzt die Polizei. So, machen wir weiter. Ich gucke nochmal ganz kurz Karte. Also wenn ich jetzt den Flughafen in den nächsten 5 Minuten nicht finde, dann werde ich das mal aufgeben und dann hoffe ich, dass wir irgendwann einfach vorbeifahren. Also wir wissen immerhin, das Graue ist nicht Schienen, das ist super, aber wenn wir jetzt die Richtung weiterfahren, kommen wir wahrscheinlich zu einem See, schätze ich mal. Ja, ist ja schon mal so eingezeichnet, der Karte. Dann kommen wir zu dem See. Wie können wir denn noch fahren? Also wir können hier nochmal gucken, aber am Ende ist der Flughafen einfach hier oder so, ich weiß es nicht. Aber da habe ich jetzt auch keinen Bock, ewig zu suchen. Und wir sind ja gleich bei Trevor zu Hause, sehe ich gerade. Scheiße. Ja, und dass jetzt die Polizei hinter uns her ist, ist nicht so cool. Dann machen wir mal hier hin erstmal. Ich fahre jetzt mal hier hin und dann hier hin. Vielleicht ist ja zufällig da der Flughafen. Das Auto ist auch schon ein bisschen im Arsch, so. Ich weiß gar nicht warum. Alter, das lenkt halt wirklich kaum noch. Jetzt fahre ich doch vorhin die Polizei dann rein. Das will ich eigentlich vermeiden. Jetzt haben sie uns. Oh, okay, guck das Auto mal von vorne an. Das ist jetzt gar nicht so cool mit dem Auto jetzt hier zu flusten mehr. Das hat schon ein bisschen viel durchgemacht. Ja, vielleicht gehen wir es ja trotzdem hin. Oh, wow, wow, wir sind ja wirklich super langsam im Metall jetzt. Scheiße, was war das denn? Ein Stein, okay, ja, den habe ich. Das Auto ist wirklich völlig im Arsch. Das ist ungünstig. Ich glaube, da habe ich jetzt ein bisschen... Wow, ich komme nicht mehr voran.
Da kommt aber ein Zug. Scheiße. Alter. Was ist denn da vorne? Das sind Satellitenschüsse, nur diese großen. Ah, da wird auch kein Flughafen sein. Tja. Die Frage ist, wie wir die jetzt hier loswerden. Da vorne vielleicht? Oder sind das auch noch ganz viele Straßen? Nee, das sind auch noch Straßen. Aber hier, guck doch mal, das ist doch bestimmt, oder? Oder ist das irgendwas anderes? Die Türme sehen halt so aus. Ah, das ist das Sperrgebiet, ne? Naja, komm, wir machen einfach mal rein und gucken, wenn wir sterben, sterben halt. Wow! Okay, so viel dazu, Leute. Das ist so übel. Gut, also Sperrgebiet können wir vergessen. Das war aber jetzt kein Flughafen gewesen, glaube ich, oder? Das wird einfach so eine Art Militärbasis sein. Vielleicht sind da Panzer oder so. Ich hätte mal gucken sollen, wie viele Sterne wir jetzt haben. Ihr könnt ja mal zurückspulen, falls ihr es nicht gesehen habt. Ich habe es nicht gesehen. Na gut, wir machen jetzt erstmal ein paar Missionen. Ich denke, wir haben erstmal jetzt genug rumgeeiert, aber es ist GTA, da muss man das mal machen. Haben wir irgendwo ein Auto in der Nähe? Nee. Dann nehmen wir halt das da vorne. Das wollte ich eigentlich jetzt vermeiden, aber nicht anders. Ist doch ein Auto, ne? Ja. Ich dachte, es wäre ein Pappaufsteller. Irgendwie komisch, aber. Ich guck mal ganz kurz jetzt gerade und jetzt, wie gesagt, machen wir jetzt mal ein paar Missionen wieder. Ah, guck mal! Dann passt das doch. Das ist jetzt gar nicht so schlimm. Jetzt ist fast unnötig, dass ich das Auto jetzt hier mitnehme. Oh, da haben wir ein Quadbike. Ich hätte eigentlich lieber das Quadbike. Aber gut, jetzt ist es ja egal. Okay, ich muss mir dann ein anderes Auto besorgen. Hier ist ein Quadbike. Wir nehmen das Quadbike hier. Kann ich stehen, bitte? Schnauze. Ey! Könnt ihr jetzt nicht ernst meinen, oder? Alter! Oh, $10 bekommen, okay. So. Krass! Ganz schönes Mannsweib gewesen. So gut, Leute. Also, ab geht's. Mission mal wieder machen. Und jetzt versuchen wir auch ein bisschen zu konzentrieren hier. Thank you.